Guido, eine solche Übung gab es seit Jahrzehnten nicht mehr. Was übt man und für welchen tatsächlichen Notfall? Er ist die größte Übung der NATO seit dem Ende des Kalten Krieges und man bereitet sich sozusagen auf einen Angriff durch Russland auf das NATO-Territorium vor. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat gesagt, man müsse diese Möglichkeit in den nächsten 5 bis 8 Jahren in Betracht ziehen. Wir gucken uns einmal an, was bei dieser großen Übung, die in 4 Teilübungen unterteilt ist, stattfinden wird. Man wird auf der einen Seite vor allem gucken, wie Verlegungen von Truppenteilen aus den Vereinigten Staaten, aber auch innerhalb von Europa an die NATO-Ostflanke reibungslos stattfinden können. Dafür ist die Steadfast Defender 24 eigentlich vorgesehen. Und da nehmen 31 Nationen teil, 90.000 Soldaten insgesamt, die aber nicht alle gleichzeitig dann üben werden, sondern die Übung ist aufgeteilt in unterschiedliche sozusagen Abschnitte. Und man wird da 1.000 Gefechtsfahrzeuge mit beteiligt haben. Gefechtsfahrzeuge heißt also, das sind dann Panzer, Kampfpanzer und nicht nur LKWs. Insgesamt werden das viel, viel mehr Fahrzeuge sein. Und das bedeutet auch, weil Deutschland das Drehkreuz für diese Übung sein wird und im Rahmen dieser großen NATO-Übung die Übung Quadriga 2024 durchführen wird, dass man hier in Deutschland auf den Autobahnen sicherlich viele Konvois mit Militärfahrzeugen erleben wird, aber auch auf den Schienen und auch in der Luft wird die NATO, wird Deutschland Truppen an die NATO-Ostflanke verlegen. Deutschland wird unter anderem hier als Drehscheibe dafür sorgen, dass die internationalen Einheiten hier in Deutschland untergebracht werden können und sicher, wenn sie hier zum Beispiel an der Nordsee ihr Gerät anlanden, auch weiter auf dem Landmarsch zum Beispiel an die NATO-Ostflanke gelangen. Beteiligt wird aber auch Marine sein, auch Luftwaffe, also Kampfjets werden daran teilnehmen. Und wie gesagt, diese Gesamtübung, die sich jetzt über mehrere Monate hinwegziehen wird, die bis Ende Mai laufen wird, wird auch immer wieder Gefechtshandlungen beinhalten, wo dann unterschiedliche Truppenteile, unterschiedliche Bereiche im NATO-Ostflankensektor abdecken werden und zeigen werden, dass sie dort auf eine sehr schnelle Reaktion hin agieren können. Wir können uns mal ein bisschen angucken, was da alles geplant ist. Das ist unter anderem die Grand North, die schon in den nächsten Tagen beginnen wird. Dort werden unter anderem deutsche Gebirgsjäger teilnehmen. Dann wird man haben die Grand Central. Da werden dann unter anderem auch Soldaten aus den Vereinigten Staaten und 20.000 Soldaten und Gerät aus Großbritannien nach Deutschland kommen und dann weiter verlegen, erst nach Polen. Dort dann ein Manöver durchführen und dann geht es weiter in Grand South. Da wird man dann in Ungarn und Rumänien auch mit schnellen Eingreiftruppen die Verteidigung der NATO-Ostflanke trainieren. Das Ganze vor allem, um, wie gesagt, eine schnelle Verlegung zu proben, um festzustellen, ob die unterschiedlichen Nationen und unterschiedlichen Truppenteile auch interoperabel sind. Also, dass so eine Verlegung dann sehr schnell stattfinden kann, denn die NATO hat an der NATO-Ostflanke gar nicht so viele Truppen stationiert und im Ernstfall ist das Konzept dann darauf ausgelegt, dass man sehr schnell über unterschiedliche Transportwege dann die Truppen an die Ostflanke bringt, um dort einen Angriff abzuwehren. Also ein Riesenmanöver, was sich über mehrere Monate jetzt hinweg hier in Europa abspielen wird und wo viele Nationen und viele unterschiedliche Truppenteile teilnehmen werden. Guido, danke dir für den Überblick.